Oh, ich glaube, ich bin soweit. Bin ich auf Sendung? Jo, ich glaube, ich bin auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Radium Korn und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier zu World of Warcraft Shadowlands. Power Leveling, wenn man so will, mit meinem Allianz-Hexenmeister Andronos, der hier gerade interessanterweise in Gorgrond oder wie das Ding hier heißt, der auf einem Glücksschwein auf der Klippe steht. Ne? Und wie es dazu gekommen ist, das möchte ich euch auch tatsächlich mal erklären. Kommt drauf an, wo ihr jetzt dieses Video guckt. Also, wenn ihr das auf Twitch guckt und den letzten Teil gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr jetzt auf YouTube auf einmal feststellt, Moment, aber warum steht er denn da und warum ist er auf einmal schon Level 32 und so weiter? Long story short, ich habe letztens schon angefangen, wollte hier nach Gorgon und wollte mal richtig schnell Power questen, aber irgendwie alles, was schief laufen konnte, ist schief gefallen. Ich hatte hier ein Standbild nach dem anderen, das Spiel war total am Ruckeln. Irgendwann war ich dann hier, hatte schon meine zwei Level irgendwie gekloppt, war trotzdem irgendwie schon mittlerweile total knatschig, weil dann auf einmal ein Serverleck hier noch ins Spiel kam. Also wir hatten hier absolute Verzögerung drin. Und dann kam noch ein 60er Hordenjäger, der mich hier dann getötet hat. Ne, also da war vorbei. Ne, da war dann vorbei. Ich habe dann versucht, noch ein bisschen weiterzumachen und bin auch auf den Jäger losgegangen irgendwann, obwohl er total lächerlich war. Ne, aber irgendwann habe ich gesagt, komm, ne, kann ich nicht, zack, Alt F4, hab das Programm beendet, Stream beendet, ne, scheiß drauf, ohne. Ich habe auch keinen Ton gesagt, ne, sondern nur aus mit dem Dreck. Solltet ihr euch dieses wundervolle Video wirklich nochmal geben wollen, um zu sehen, wie ich tatsächlich auf 32 gekommen bin, ihr findet es auf meinem Twitch-Kanal, ne, unter twitch.tv/iamkorgen, alles zusammengeschrieben. Ne, könnt ihr euch angucken. Ich glaube nicht, dass ich diese zwei Level, die übrigens aber auch sehr schnell ging, ich glaube, das war innerhalb von einer halben Stunde oder was, wenn überhaupt. Ja, das geruckelt, ne? Also das hätte auch in 15 Minuten wahrscheinlich geklappt. Naja, auf jeden Fall werde ich das Video nicht mit auf YouTube übernehmen. Dafür habe ich einfach viel zu viel rumgemault die ganze Zeit, sondern mache jetzt einfach mal hier einigermaßen stramm weiter. Also wir sind Map in Gorgrond und haben hier angefangen zu questen. Die ersten paar Dinger, das war wirklich eigentlich nicht der Rede wert, was wir bislang gemacht haben. Der Fortschritt ging unglaublich schnell. Jetzt möchte ich allerdings erstmal kurz feststellen, haben wir hier ein Serverlag oder ist alles in Ordnung? Das sieht ja eigentlich mal, ne, dass der jetzt einmal kurz ruppelt, das ist mir egal. Sowas legt sich für gewöhnlich dann nach ein paar Sekunden, aber wir können kämpfen. Ne, ich glaube, wir können hier ganz normal kämpfen. Ja, es fühlt sich gut an. Ja, damit kann ich leben. Wenn ein Leck da ist, dann sehe ich es nicht. Ich würde auch sagen, gleich mal hier reingehen und diese... Oh Moment, der ist ja auch noch da. Stimmt. Der ist ja so eine Art Boss hier irgendwie. So ein Mini-Boss. Naja, auf jeden Fall, wenn das jetzt weiter so bleibt. Ich würde meinen Buff nämlich hier oben gerne anlassen. 15% EP, die sind nicht ganz uninteressant, wenn wir hier jetzt versuchen, ne, so schnell wie möglich im Grunde Level 40 zu erreichen. Kann man ja schon sagen, ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Komm, gehen wir mal schnell hier rein. Bevor noch jemand kommt. Ja, und genau als ich dann hier zugange war in der Arena, natürlich, ne, vorher hat mich der Jäger die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Ich habe sogar noch gesagt, ach, guck mal da, der erste Jäger, ne, der erste Hortler, der mich hier mit meinem Buff in Ruhe questen lässt, ne, kommt sie, kommt da, ne. Ja, dann auf einmal, zack, ne, tot. Dann habe ich ihn versucht hier, weil aus irgendwelchen Gründen, ich meine, der war halt schon Level 60, ne, war er halt hier am Rumquesten. Naja. Ne, hat man halt auch manchmal. War mir ja auch bewusst, ne, oder deswegen, ich habe ja diesen Buff an, aber ne, wenn einfach zu viel aufeinander kommt, ne, dann ist bei mir auch vorbei. Ja, und der war wirklich nur noch das i-tüpfig. Naja, sei es drum. Wir versuchen hier jetzt so schnell wie möglich, so gut wie möglich und was noch viel wichtiger ist, so effektiv wie nur irgendwie möglich durchzukommen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, selbst so eine Arena-Quest hier, ne? Das ist dem Andronos egal. Ne? Da zieht er mal eben schnell durch, ne? Leerwandler, ne? Zack, drauf. Bisschen Feuer dahin in die Richtung und alles ist gut. Nee, also im Moment, ich meine, das war nie anders, aber im Moment habe ich eben, bin ich richtig scharf eigentlich hier auf den Meister. Ne? Der ist einfach, der macht einfach Spaß im Moment. Ne? Das hat man ja manchmal so.
ist so seine Lieblinge. Ja, obwohl es eine Elfe ist. Und ich nicht pausenlos über Elfen herziehen will. ist normal, aber nicht so ganz meine Rasse. Ne? Aber trotzdem. Er hört sich dafür so, wenn er eben halt was erzählt, ne? Ja, meine Taschen ist voll. Er hört sich an wie Mark Hamill. So ein bisschen gleichgültig. Gefällt mir. Also irgendwie passt die Arroganz dann auch zu so einem Hexenmeister jetzt. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Los, Sklavenmeister Ok-Mok. Burn, Baby, burn. Letzte Sprüche, die man eigentlich nicht bringen will. Und dann trotzdem irgendwann rutschen sie einfach so raus. Ja, Vorteil vorweg, wir können fliegen. Hui, mit unserem Flugschwein. Fliegende Schweine, sehen wir sie nicht alle ständig am Himmel? Beim Supermarkt an der Kasse? Ich habe kein Ziel. Ja, mach auf, Mann. Hier ist kein. Ja, aber auch um das nochmal vorwegzunehmen. Also ich versuche jetzt natürlich hier stramm durchzuquesten, fertig zu machen und, aber ich kann noch nicht sagen, wie weit genau wir spielen, beziehungsweise es schaffen heute hier zu spielen. Ja, gucken wir einfach mal so ein bisschen auf das Verhältnis von Quests und Zeit. Doppel-EP haben wir nicht mehr viel. Ja, ist ja klar, ich habe ja auch letztens hier auf den Berg ausgelockt. Allerdings habe ich ja mit ihm auch stramm gespielt vorher. Da haben wir ja schon 10 Level auch mal auf die Schnelle gemacht. Bis zum Abgeben. Ja, die sind ganz tief drin. Da war doch was. Warum versuche ich eigentlich noch manchmal drum herum zu laufen? Das ist echt ein Phänomen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ganz nebenbei, da war noch was. Wir haben doch jetzt auch unseren Seelenstein. Hinweg mit dieser unüberwindbaren Barrikade. Wollen wir mal solo mal eben rangehen. Ne? Was? Den kann ich auch noch verwenden. Lauf schon mal los. Ich gebe euch Vorsprung. Ich gebe auch einen Vorsprung. Ah ja. Obwohl der ganz schön viel HP. Los, brenn, Ober, brenn. Ja, und das finde ich auch das Schöne an diesem Zerstörungshexenmeister, ne? Mein neues Zitat, mein Motto, mein Leitspruch, ne? Wir lösen keine Probleme, wir verbrennen sie. Okay, pass auch auf den Feuermagier, ne, aber irgendwie. Das könnte ich mit verbundenen Augen tun. Oh, 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 oh.
Wer will fleißige Handwerker sehen? Sind wir hier mal ganz frech runter? Ja, ernsthaft, den hätten sie instant lassen können. Von mir aus ja gerne dann auch den Schaden irgendwie. Das ist irgendwas, was man dann auch so wie diesen hier, ne, sofort reinhauen kann. Aber so ein sofort. Dot, ne, es muss ja gar nicht sofort hier so ein Schadensding sein, was sofort irgendwie reinwirkt. Einfach um schneller und effektiver größere Gruppen irgendwie dotten zu können. Weil vermutlich haben sie ihn genau deswegen so gemacht. Und andererseits, ja okay, ich denke mal, wenn man auf Gebrechen skillt, dann wird man seine Instant Dots auch schon haben. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, seit Ewigkeiten habe ich schon, also wirklich seit Ewigkeiten. 10 Jahre oder so. Könnte das gut sein. Habe ich, also ich habe den wirklich damals einfach auf Zerstörung und dann habe ich auf Zerstörung gespielt. Dann habe ich den nächsten Hexenmeister erstellt, komplett auf Zerstörung. Der hat, glaube ich, noch nie habe ich mit dem die Skillung geändert oder so. Im Grunde könnte man sagen, mit ihm hier, wobei es lohnt sich ja auch nicht während der Questing-Phase. Ne? Man hat ja noch nicht alles. Das heißt, hier beschließt man dann auf einmal zum Beispiel, ach, die Skillung ist total scheiße. Ja, weil einem die nötigen Zauber dann eben halt auch noch fehlen. Ne? Und auch auf Level 60, beziehungsweise so ab Level 50. Wenn dann so die alle Spells da sind, kann es ja sein, dass es auf einmal cool wird. Man weiß es ja nicht. Warte ich lieber ab. Sind wir hier, glaube ich, auch schon durch. Und er hier ist auch ein Riesenkandidat für meinen PvP-Charakter gegebenenfalls. Da würde ich dann da eventuell nicht unbedingt auf Zerstörung gehen, wobei Burst Damage da wahrscheinlich gut ist. Naja, aber der steht bei mir auf der Liste. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Allerdings kann ich mir auch einen Jäger gut vorstellen. Problem, glaube ich, irgendwie. Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Kann man den jagen? Wir jagen. Ich habe kein Ziel. So, ich glaube, dann sind wir hier in diesem Ogerdörfchen auch mal so langsam fertig. Ihr seht, hier ist einiges, wobei ich meine mich zu erinnern, dass diese Quest nicht so viel EP gab. Also weniger, als man jetzt vermuten würde im Vergleich zu dem, was wir gleich da draußen machen. Naja, aber trotzdem nehme ich sowas immer gerne mit. Vorzugsweise, wir haben jetzt hier 5 Quests. Wenn das jetzt reichen würde für Level 33, dann wäre ich schon ziemlich zufrieden eigentlich. Aber gucken wir mal. Ich will ja gar nicht immer erst hier. Man macht es leider trotzdem. Ne? Diese falschen Vorstellungen und Hoffnungen immer, ne? Und übertrieben. Ja, wenn doch mal. Hätte, könnte, sollte. Konjunktiv. Arbeitstrupps bereit. Grüße, Kommandant. Ja, gut, aber. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Melanora AK. Möge das Licht. Bringt ihr Neuigkeiten? So, wunderbar. Und jetzt weiter hier mit Highspeed. Zurück in den Staub mit euch. Rexa. Trägt er diesen Gronn mal eben schnell nieder. Gut, den Käse-Yogi. Hier, Rennangst erfüllt davon. Kann ich an dem dranbleiben?
Die Jagd beginnt. Auf der Pirsch. Das wird schon wieder, Nisha. Für die Horde. Gute Jagd. Läuft irgendwie, ne? Nee, was soll ich sagen? Hexenmeister. Brauchten wir erfrischendes Wasser? So, da gehe ich mal in die Richtung. Sieht nicht aus wie erfrischendes Wasser, aber ich bekämpfe dich trotzdem. Ganz nebenbei, ich meine hier der Tank, Fuzzi, der ist hier gar nicht mal so schlecht, aber erinnert ihr euch noch damals an die Zeiten, als man da diesen Dämon hatte? Den hat man jetzt wahrscheinlich nur noch auf Dämonologie irgendwie als Endtalent. Komische Teufelswache oder irgendwas. Was würde der hier anrichten? Wobei damage-mäßig wahrscheinlich das sogar die bessere Skillung wäre, glaube ich, mittlerweile. Ich habe da letztens einen in den Instanz gehabt, ne, wo wirklich eine Tonne von Wichtel irgendwie ständig beschworen wurden, die dann da irgendwie mit auf das Ziel ballern. Sah ulkig aus. Also der ist auch ordentlich abgegangen. Ja, aber das ist bei mir genauso wie mit dem Jäger. Na, ich weiß nicht. Es ist naheliegend. Also ich kann es schon durchaus verstehen, wenn man sagt, ja, Jäger, ne, Tiere und so weiter, wenn man dann auf Tierherrschaft geht und dann die Gewalt über 35 Viecher irgendwie hat. Bei mir ist das Problem dann immer das Optische, ne? Also diese Bewegung. Du hast dann ein Tier links von dir, Tier rechts von dir. Du kannst jederzeit eingreifen hier, Tankrit. Mein Panna. Nicht. Aber gut, das liegt an ihm, ne? Ne, es liegt an dir, nicht an mir. Worauf wollte ich hinaus? Aber ich mag diese Bewegung der Viecher nicht. Das heißt, wenn du links und rechts immer die Tiere neben dir stehen hast und du läufst, du reitest oder sonst was. Ne, ich bin ja schon unzufrieden eigentlich mit meinem Begleiter hier, wo der immer Position bezieht. Ne, und da ist es dann wirklich, wenn du dich nach links, nach rechts bewegst, aber hast du, egal wie viele Tiere du gerade da hast, die bewegen sich total synchron. Das sieht einfach... Okay, es war Kraft, ne, ist schon klar, aber ja, es sieht einfach so dermaßen unnatürlich abgehackt und komisch aus, also da habe ich keinen Spaß dran. Gilt nur für mich, also dann, ne, und deswegen, wenn ich jetzt nicht muss, mache ich doch nicht. Deswegen bin ich ganz zufrieden tatsächlich auch von meinem Nahkampfjäger. Auch da bin ich mir bewusst, ne, ich habe damals auch den Jäger lieber als Distanz
Spieler gespielt, aber habe tatsächlich meinen Gefallen auch am Nahkampf damit gefunden. Ne? Weil es sind wenige Knöpfe, die man drückt. Das ist wirklich so, so ein perfekter Farmcharakter. Ne? Kann man gar nicht anders sagen. Punkt. Ja, und er hier ist ja ein ähnliches Schätzchen. Ich empfinde eben unsere Blaubeere hier allerdings auch als tatsächlich sehr widerstandsfähig. Ne? Also das war auch mal anders. Muss man noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, dass der nicht drauf geht. Und jetzt bewältige ich der ganz schön und ordentlich krumm. Oder der hat auf die Aggro verloren zum Beispiel auch. Ja, also mit diesen Problemchen da haben wir hier überhaupt nicht zu kämpfen. Ne? Und kleines Schweinchen. Ich habe kein Ziel. So, auch das wäre erledigt. Ne? Keine Zeit verlieren. Kennt ihr euch? Ach ja, so muss man ja auch gucken. Ich glaube, ich habe sogar nur erst einen Ring. Ja, Tatsache. Tempo, Vielseitigkeit, Intelligenz. Egal welchen man nimmt. Ich glaube, das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Aber ein bisschen mehr Damage machen wir jetzt. Haha. Lasst uns reden. Wir werden bestehen. Fasst Mut. Ihr seid nicht allein. Meine Beute naht. Auf der Pirsch. Was los hier? Dicken da unten eingeben. Aus der Distanz. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
Ich habe kein Ziel. Ob man hier eigentlich am effektivsten tobt. Immer erst ein klein, oder? Benötige ein Ziel. Ich muss zuerst etwas machen. Aber doch auch während der Zauber noch wirken muss. Ich habe kein Ziel. Ja, und unabhängig davon, dass es eben halt Spaß macht, hier auch eben mal zu spielen. Ne, also einfach hier zu, ne, zu kloppen, ne, und. Ja, hat man das ja eben halt schon 200 Mal gemacht gefühlt. Nein, trotzdem macht es gerade Spaß, eben mal mit ihm zu spielen. Aber das ist eben halt auch nicht so das Aufregendste, ne? Ich muss es zugeben. Ich meine, ja doch, kann man gucken, kann man sich mal geben, um zu gucken, wie eben mal der Hexenmeister auch hier klarkommt. Andererseits haben wir ja auch schon rausgefunden, dass irgendwie alle Klassen klarkommen. Ich habe sogar schon erwähnt, ich habe letztens meinen Schurke quasi reaktiviert. Bin dann zumindest mal so durch den Schlund, also die Anfangsquest, um hier in den Schatten landen, seinen Dienst tun zu können. Und sogar der hatte keinerlei, also nichts irgendwie Kompliziertes oder dass der ständig stirbt, was man vermutet hätte. Nee, nee. Dass das beim Hexenmeister, der vorher schon ganz gut war, eigentlich auch nicht der Fall ist, war klar. Und ich weiß, meine Taktik ist nicht immer so die beste. Ich benötige ein Ziel. Ja, aber wie sagt man so schön, ist egal, solange es irgendwie funktioniert. Dass hier sowieso irgendwie nur ums Killen die ganze Zeit geht. Der Vollhorst dahin. Das. Feuer.
dich ja ganz schön bitten, ne? Das Privileg hätten wir nur gekriegt, wenn wir uns für den Ernteschnitter hier, den Schredder, bieten hätten. Wir haben ja so eine Arena genommen. Den können wir hier die Quests besser bearbeiten. Die Jagd beginnt. So soll es sein. Direkt weiter. Ich habe letztens noch so aus Scheiß gesagt, ach, wir haben ja diesen einen Fluch nicht mehr, dass die Leute wegrennen. Ne? Wahrscheinlich kriegt man den dann hier so mit Stufe 60. Ne? Man kann ja auch nicht so einsehen, was noch kommt. Ja, doch eigentlich schon. Ja. Ne? Sieht aber nicht so aus. Schön, wie der hier so ohne irgendwelche Probleme klarkommt. Ja, auch wenn wir keinen Heal haben, dann haben wir den Blutsauger, der mehr als ausreicht. Ne? Also wer den Blutsauger hat, der braucht keinen Heal mehr. Übertrieben gemacht. Ich habe kein Ziel. Moment, kurz abgelenkt. Geschnitten Brot. Ja, und der Grund, warum man eben halt hier nach Gorgrond geht, ist eben, wenn die Qualität ist, besonders viel EP oder sonst was für Essen sind, da auch viele Quests, die zusammenhängen. Ne? Also wo man hingeht, schnell 3-4 Quests auf einem Gebiet und die kann man schnell abgeben. Ne? Das ist, es ist halt unglaublich effektiv bis zu einem gewissen Punkt. Ja, und man könnte tatsächlich annehmen, dass das Verhältnis von Quests zu EP und auch also Geschwindigkeit und so weiter, also dass man hier mehr bekommt einfach. Wenn man dann gleichzeitig woanders ist. Ich will nicht sagen, dass das das Allerschnellste ist, was man irgendwie machen könnte. Es gibt ja auch Instanzen. Also würden wir eine Instanz nach dem anderen, zum Beispiel wenn ich einen Krieger hochspielen wollte, ich glaube, der würde überhaupt nicht questen. Also den
würde ich erstellen und dann würde ich einfach nur noch Instanzen den ganzen Tag. So, am Anfang hast du wirklich fast einen Balken, also ein Level pro Instanz. Später werden dann zwei, drei, irgendwann mit Level 45. Ab da lohnt es sich nur noch indirekt. Aber dieses Level hat man dann aber auch innerhalb eines Tages erreicht da oben. Ne? Also das ist. Ich trödel ja hier schon wieder rum, indem ich dann verschiedene Pausen mache. Ne? Würde ich einfach mal längere Zeit am Arsch sitzen können, hätte ich auch sagen können, okay, ich ziehe da einmal so im neuen Livestream durch. Innerhalb von 5 bis 6 Stunden ist der Charakter bis Stufe 50 hochgespielt. Und ich denke mal so 50 bis 60 mit Pakt und so weiter wählen später. Und dann auch Instanzen. Auch da bin ich der festen Überzeugung, es kann sehr schnell gehen. Gorenkristall, ja. Und fit. Ich höre. Die, die guten Mutes sind, werden stets triumphieren. Wir werden bestehen. Tippi, grab dich, Frau. Sagen, hier stehen wir gut. Schön. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Anliegen gebunden, alles klar, ne? Beweglichkeit, also wir können ihn nicht gebrauchen, aber trotzdem schön. Ich freue mich immer, wenn man was findet. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Fasst Mut, ihr seid nicht allein. Soll ich was aufspüren? Für die Horde!
gerade mal so gedanklich so ein bisschen zu überschlagen, weil das hier noch gibt. Was ist das noch? Nope. Jedenfalls werden wir dann später mal schauen müssen. Wir haben hier noch ein bisschen. So ist das nicht, ne? Also wir können ja gleich noch in diesem Waldstück ein Stück machen. Und im Sumpf ist, glaube ich, auch noch was gewesen. Und dann kann man sich überlegen, ne? Ob wir, also beziehungsweise muss man gucken, auf welcher Stufe oder bis zu welcher Stufe man das dann geschafft hat. Und dann eventuell noch ein bisschen im Buralus, ne? Oder noch nicht mal Buralus. Man könnte, glaube ich, dann auch sagen, nee, komm hier, lass uns nach Drustva gehen. Da die ersten Quests machen. Auch da sind die ersten Quests halt sehr schnell hintereinander und auf einen Fleck abzuarbeiten. Deswegen bin ich da so ein kleinlicher, heimlicher Freund von. Ich glaube, dann muss man es nur bis Level 45 schaffen. Ich glaube, da kann man dann sagen, man fliegt jetzt zu den Spitzen von Arak. Aber auf jeden Fall noch mal ein sicheres Level ganz am Anfang, wenn man eben mal da ein bisschen was macht. Aber wir haben auch noch drei Kriegskampagnen-Klamotten, die man auch ausnutzen könnte, denke ich mal. Also da ist auch noch pro Kriegsquest oder Kriegskampagne oder Kriegskampagnenabschnitt, wie man auch nennen möchte, hat man auch noch ein sicheres Level. Und im Zweifelsfall muss dann zwischendurch dann tatsächlich nochmal so eine Instanz, weil das will ich auf jeden Fall auch mal testen. Weil sie dann auch nochmal machen, um naja, auch ein bisschen Equip zu sammeln irgendwo, ne? Da darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite möchte ich eben halt nicht in die Instanzen gehen, hier bei Warlords of Draenor. Ja, nicht, weil ich sie nicht irgendwie mag oder so, aber ich mag es zum einen tatsächlich nicht. Und der zweite ist, ja, die Effektivität, ne? Gehen da Leute überhaupt rein? Ich meine, ich könnte das aus Scheiß einfach mal anklicken. Und wo man den noch gar nicht alles erreicht hat hier. Ich quatsch zu viel zwischendurch. Falls ihr euch die Frage gestellt haben solltet, in letzter Zeit mariert ihr vermehrt, dass ich hier eben halt zocke, ohne die Kamera anzuhaben. Ich habe mir das jetzt irgendwie mal so ein bisschen angewöhnt, wenn ich von der Arbeit komme. Nicht, weil ich total unrepräsentativ aussehe oder sowas, sondern einfach, ich bin am meisten so kaputt, da sitze ich dann wirklich hier, dann will man mal zwischendurch vielleicht auch noch einen Happen
ne, futtern, während man spielt, weil irgendwoher müssen die Streams ja auch kommen. Ja, manchmal hat man noch Aufgaben zu erledigen, ist der ja schon wieder. Ne, also das hat jetzt keinen tiefer sitzenden Grund eigentlich. Ne? Ja, es ist einfach einfacher, wenn ich einfach auf Aufnahme drücke, beziehungsweise auf Stream und fertig mache, ohne dass ich die Kamera dann noch dabei habe. Ne? Manchmal stört es mich einfach. Wenn ihr allerdings sagt, dann interessiert mich das nicht, dann gucke ich hier nicht. Ne? Ich will ja jemanden sehen, wie er da leidet, während er den die Sachen macht. Ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ne? Oder ist es euch egal? Ne? Reicht euch meine engelsgleiche, glockenklare Stimme? Ich meine, manchmal halte ich ja auch so parzellweise irgendwie hier die Schnute. Ja, aber zur Schnute. Entschuldigung. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist euch lieber? Mit Kamera, mit ohne Kamera? Reicht euch Gequatsche oder ist es euch egal? Reicht euch so manchmal hier und da? Kommt sie, kommt da? Macht ihr euch da eventuell auch keine Gedanken drum? Schreibt es mir in die Kommentare oder im Chat. Würde mich mal interessieren. Lauft schon mal los. Ich gebe euch Vorsprung. Wir müssen später wohl mehr davon jagen. Ich habe gerade wieder so einen toten Punkt urplötzlich, ne? Keine Ahnung warum. Obwohl ich hier total steil gehe wegen unserem Fortschritt. Nicht schlecht. Es kommt nicht oft vor, dass jemand lebend aus dieser Höhle herauskommt. Lasst die Jagd beginnen. Habe ich beim ersten Mal auch doof geguckt. Da wusste ich nicht, was das hier bedeuten soll. Aber warte mal, wir gehen ja nach Geschwindigkeit. Also wir sollen da töten. Bei Reißzahn und Klaue. Ja, und dann habe ich damals schon so gemacht. Dann macht man dann diesen hier. Weil die stehen ja hier doof rum. Da war mir nicht bewusst, dass die auch kommen. Beziehungsweise dann bin ich hier rüber geflogen. Dann machen wir es mal wie im echten Leben. Soll man hier so hin oder bin ich auch hier so hingeflogen und bla 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 und hast du nicht gesehen, dann sieht man hier unten auf einmal, okay, jetzt passieren gar merkwürdige Dinge, bis ich erstmal gemerkt habe, dass die dann hier reingerannt kommen und auch mit mir kämpfen. Das hat lange gedauert. Dabei ist es dann tatsächlich so viel einfacher.
entfernt. Grundtöten habe ich schon immer genossen. Ist jetzt schon wieder los. Haben wir einfach nur eine Stufe erreicht, wo dann auch immer viele Titel hier reinkommen, weil ich sehe gerade. Ja, da habe ich mindestens auch übrigens mal nachgeguckt. Hier zur Legionszeit, beziehungsweise unserer Ordenshalle dann ja auch. Lisa, bring sie hier runter! Da gab es ja auch verschiedene Titel hier für die Ordenshalle und so weiter. Und der Hexenmeister hat dann irgendwie, wie heißt der noch, Netherfürst oder so. Da dachte ich dann auch. Ich meine, okay, mittlerweile oder jetzt bei so einer leeren Elfe macht das wiederum Sinn. Aber ich war damals sehr enttäuscht. Ich hätte mir dann eher, wie gesagt, so Totenerwecker oder sowas. Aber nee, so bleibt dann alles hier im Todesritter dann wieder im Vorwahl. Ne? Den eigentlichen Nekromanten hier im Spiel. Ich meine, ich stehe auf Todesritter, versteht mich da nicht falsch. Ne? Ich hätte mir den Hexenmeister an zwei, drei Stellen einfach nur so anders vorgestellt. So story-entwicklungstechnisch irgendwie. Ja, und dann sind dann jetzt die optionalsten Titel, die man hier so nehmen kann. Den ich. Gut gemacht. Furchtlose oder der Gewölbeforscher. Vorher waren wir Botschafter oder sind noch Botschafter. Feuerfürst Andronos. Nachtherr, Nachtschrecken, ja, sowas kann man auch. Retter von Azeroth. Ja, nehmen wir das mal. Wir sind ja, ne, wir sind zwar noch nicht in den Schattenlanden, aber... Ja, auf jeden Fall muss ich mir auch diese Legionstitel. Ich habe da, genau war der Zeitpunkt, wo ich damals aufgehört hatte. Ne? Ich hatte da keinen Bock mehr auf die Fortschritte. Ne? Und habe dann abgemeldet und habe dann auch längere Zeit nicht mehr gespielt gehabt. Naja, damals. Ne? Und jetzt spiele ich wieder exzessiv. Und selbst wenn ich hier jetzt nichts mehr hätte oder keinen Bock mehr, dann würde ich einfach Classic einloggen. Hat ja auch was für sich. Da muss ich auch noch weitermachen. Ich dachte mir halt nur, ne, man hat ja schön viel Zeit. Ne, es rennt ja nicht weg. Und dann diese Gerüchte hatte ich auch schon mal aufgeschnappt und weiß aber noch nicht zu 100%, ne, ob die Quellen bestätigt sind. Dass für Classic auch The Burning Crusade nochmal neu aufgelegt werden soll als Stadt. Und auch wirklich Rundfragen stattgefunden haben an die Fans, also an die... Benutzer, ne, wie sie sich das vorstellen. Ob man sich da einen neuen Charakter macht, ob man einen Charakter von Classic dahin kopiert oder ja, im Grunde so wie damals, man geht mit seinem Charakter hin, der verschwindet dann aber gegebenenfalls bei Classic. Wo stehen wir? Nur was die Fans, denke ich mal, wollen, ist eher, die wollen das wirklich hier, das Endgame, ne, also hier geschmolzener Kern und so was alles hier, wie heißt das, ja, Anquirei, alles wird eben halt so als Endgame dazugehört. Und wollen trotzdem dann weiterspielen. Ne? Aber die wollen trotzdem diesen Stand nicht wir verlieren, dass man da eben nach Molten Core reingeht. Also wird entweder kopieren mehr Sinn machen oder tatsächlich ein Phasing. Das heißt, ich kann hier zu 60er Retail-Zeiten alles machen, alles tun, Schlachtzüge und. Und sprecht mit mir. Man kann dann aber mehr oder weniger, so wie wir es hier auch machen mit der Timeline, sagen, oh, pass auf, ich möchte jetzt die Timeline weiterspielen. Ne? Und dann... Ne, ist man zum Beispiel Level 60, weil Level 60 hat man erreicht, man hat da seine Rüstung, bla 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 bla. Und wenn man dann, ne, auf dieses Ding da drauf drückt, zack,
Ne, ich will in die Scherbenwelt. Ja, dann ist man auf einmal mit Level mittlerweile 63 oder was. Ist man dann wieder da. Bis man auf Level 70 gespielt hat. Ne, und dann kann das nächste Add-on kommen. Lasst uns reden. Ja, okay. Viel hätte, könnte, sollte wieder, ne? Ich muss mich mit Rangari treffen. Schon wieder. Die guten auf. Mutes sind, werden stets triumphieren. Ich sehe da, Quiz. Da seid so weit, ist das ja alles gar nicht weg. Ich frage mich jetzt nur, wo genau wir hinfliegen. Ja, solange wir jetzt nicht hier zu den Eisendocks oder sowas driften. Okay, nein, es scheint das Lager. Das ist okay. Von hier aus kann ich nämlich selber kurz darüber fliegen. Also ich könnte auch eher dahin fliegen, weil hier ist Rangari in Rot. Da sind wir, glaube ich, in diesem Tümpel. Geht dahin. So, die ersten schnellen Quests sind abgeliefert. Man hätte hier jetzt auch noch rein theoretisch die Weltquests irgendwie machen können. Beziehungsweise diese Bereichsquests, da seht ihr ja auch in der 9600. Also da ist schon richtig ordentlich was dran. Und ziemlich viele davon. Also man kann hier dann im Prinzip 10, 20, 30, 40, 50.000 EP. Läuft, ne? So, ich mache dann allerdings liebend gerne immer noch das hier. Kommt und sprecht mit mir. Weil auch das macht nicht auch mit allen Klassen Spaß. Ich denke eher hier. Grüße, wir werden bestehen. Ne, dem ist das egal. Ne? Wir sind ne, als Hexenmeister. Haben wir ja schon wieder rausgefunden. Na, ich lasse mir Zeit. Töten. Ja, musst du dich noch irgendwo hin? Muss zuerst etwas anvisieren. So, Borkus. Erzähl. Ein Ziel. Würde wir sehen, das war es schon wieder. Terramus. Terramus. Nur nicht unterkriegen lassen.
Bei, lasst mich mal ganz kurz Päuschen machen. Ich bin gleich wieder für euch da. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ne, mal gucken, wie lang bzw. wie weit und wie schnell wir vorankommen. Ich lasse mal eben hier einfach mal so. Ne, Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder, mehr oder weniger. So.
bevor es jetzt weitergeht, wollte ich noch mal einmal kurz was testen. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil ich da diesen Layer drüber habe. Obwohl, Moment. Ich will das auch mal eben schnell verschieben. Weil mich interessiert gerade so, und ich weiß, ich stehe ja zum Beispiel so wie jetzt gerade auch einfach nur mal überflüssig, unproduktiv in der Gegend rum. Naja, ich wollte mal gucken, wie viel haben wir mit ihnen bislang schon gespielt? So, gesamte Spielzeit 8 Stunden. Ja, okay, das ist schon verdammt heftig. Ne? Davon habe ich aber mindestens nur die Hälfte wieder rumgestanden. Ne, man kann ja die Videozeit zusammenzählen. Das, ne, aber na egal, ich wollte es mal wissen. Alles klar. So, was sollen wir dann hier jetzt noch tun? Noch mehr Verteidiger töten. Verteidiger töten können wir. Du siehst aus wie ein Verteidiger. Du auch. Boah, mehr oder weniger. Ich habe kein Ziel. Und manchmal geht es irgendwie wie von selbst, wie geschmiert. Oh nein, ich hänge an einer Wurzel. Ja, die Dinger, die sind total nervig, weil die ziehen ja auch aggro. Ne, und dann ist man im Kampf und hat keine Ahnung, an welcher schlimmen Pflanze man vor 2 Stunden vorbeigelaufen ist. Ne? Die seither versucht uns zu erwischen. Ich bin ganz kurz abgelenkt. So, schon erledigt. Ich benötige ein Ziel. Pflanze nicht vergessen. Ich bin jetzt gerade schon wieder am Überlegen. Ich dachte, ja, Moment, jetzt sind wir dann gleich 35. Ne? Kann man das Video da im Grunde schon sagen? Oder sollte man eventuell sagen, ja, ne, 5 Level wieder geschafft, auch wenn 2 im Vorfeld fehlen? Ne, ist die Zeit schon, aber dann dachte ich mir wieder, Moment, ich bin doch schon längst 35. Ich klopfe doch hier schon auf die 36 wieder hoch. Ne, also es geht ja hier wirklich unglaublich schnell. Und ich denke, ich werde so lange spielen, bis ich hier in Gorgrond die Quest abgeschlossen habe, die man eben halt abzuschließen hat. Da gehört eben halt jetzt zum einen das hier. Ne, gleich oben am Berg noch ein bisschen und dieser Sumpf. Das werden wir alles machen. Dann gucken wir mal auf unser Level und was sonst noch übrig ist. Und ob man da gegebenenfalls irgendwie noch irgendwie hier weitermacht oder ob man ja, zurückgeht und irgendwie in Drustvar zum Beispiel noch ein bisschen was tut. Aber ich denke, wir werden noch 5 Level irgendwie da loswerden müssen. Ich habe kein Ziel. Beziehungsweise mit Level 45 sind wir dann gegebenenfalls noch mal ganz kurz hier. Bis Level 46 oder 47. Ne? Man sagt immer so, da bis 48. Allerdings ist das ein Allianz-Guide, ich meine ein Horden-Guide. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade fertig geworden bin oder schon seit einer Stunde gefühlt fertig bin, aber geben wir ab. Grüße, wir werden bestehen. Wahnsinn, dass wir bestehen. Oh,
Zaubermaus. Bringt ihr Neuigkeiten? Nur nicht unterkriegen lassen. Ja, mit manchen Klassen klappt das hier besser als mit anderen. Ich denke, wenn ich einfach hingehe und überall meinen Feuerbrand verteile. Also in die Richtung habe ich mir das vorgestellt. Problem ist, auch wenn sie wenig HP haben, machen sie immer noch genau viel Damage wie vorher, ne? Aber soweit so gut. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mal ehrlich, mit dem Fortschritt hier, ne, und die Geschwindigkeit, da ist doch Hammer. Und ich meine, auch wenn ich, ich sage ja von mir selber, ne, ich spiele ja schon exzessiv viel. Hab natürlich auch alle möglichen Klassen hier angefangen, viele davon eben halt auch als Let's Play, ne, auf dem Kanal und so weiter. Hab mir die gesamte Allianz-Kiste hier hochgezogen, beziehungsweise eine ganze Menge Charaktere dann da erstellt, die ich immer jetzt immer noch der Reihe nach hoch spiele. Ich will natürlich die Horde jetzt nicht vernachlässigen oder so. Ich lege mich auch nicht auf eine Seite fest, obwohl ich das am besten eigentlich machen sollte. Aber noch mache ich nicht. Ja, und trotzdem. Geht so dermaßen schnell hier. Ich würde schon was sagen. Scheiße. wie schnell das geht. Noch ein Rare, aber... Welche Höhle könnte der sich aufhalten? Aber egal, müssen wir gar nicht wissen, sondern wir können fliegen. Hier einfach mal nicht Richtung Freiheit, sondern Richtung Questgeber. Kommt und sprecht mit mir. Mano Ikda. Auch dies wird vorübergehen.
man ja mal machen. Gerade die Nachricht rein, ne? Muss man Ruf farmen. Also es geht um den eigentlichen Flugerfolg. Da hatte ich mich vorhin immer so ein bisschen ausgetauscht. Kein Ziel. Ne? Es soll ja, ich nehme das einfach mal auf, ne? Die Gerüchte, Mythen und Legenden, es soll mit dem ersten Inhaltspatch eigentlich nachher hier, der kommt, möglich sein, auch hier zu fliegen. Da war natürlich die Frage, ja, gibt es da jetzt einen weiteren Pathfinder geben, ne? Dass man hier, ne, überall auf ehrfürchtig und. Das ist nicht der Fall. Also, da heißt es, ne, muss man Ruf haben? Nein, das Farmen von Ruf wird keine Voraussetzung sein. Nach aktuellen Infos ist das Fliegen einzig und alleine an die Ansehenstufe mit dem Pakt gebunden. Das bedeutet wiederum wahrscheinlich, dass auch da... ja, nicht Ruf gefarmt, sondern Ruhm gefarmt, ne? Was ja mit an diesen, wie nennt man das, an diese, ich vergesse mir das Wort, hier oben, an diese Kapitelfortschriften, Fortschritte gebunden sein wird, die wir eben halt bei unserem Ruf haben. Also ich denke, da wird dann auch eine Erweiterung kommen, dass man wieder ein bisschen was zu tun hat. Ne? Und ob das dann am Ende die Belohnung sein wird, so jetzt darfst du hier fliegen oder jetzt kannst du hier fliegen. Oder ob es direkt am Anfang dann schon sein wird oder ob man da eben halt, ne, im Moment ist halt die Ruhmesstufe 40, dafür muss man schon ein bisschen was tun und bei manchen Fraktionen heißt es dann auch zum Beispiel, ich will es nur mal aufnehmen, also es hieß zum Beispiel mal, ja, sammelt 1000 Anima. So, das ist an einem Tag eigentlich mal nicht mal eben schnell gemacht gewesen, also da muss man schon 3 Tage oder was, also sämtliche Dailies hier mit einhansen, man kann Glück haben, dass epische oder legendäre Weltbosse kommen, die geben dann 250 Anima im Moment. Und jetzt kommt's, ne? Die eine hatte ich vorhin hier nicht vergessen. Möge das Licht euch segnen. Okay. Ich höre. Eisendoss. Na gut, aber auch meines Wissens bin ich da oben jetzt erstmal mehr oder weniger durch und ich sage in den letzten Tagen relativ oft mehr oder weniger. Muss ich mir ganz schnell wieder abgewöhnen. Hier ist noch den Sumpf, den pilzigen. Jagd auf die Todesblüte. Ah, ja. Moment, das machen wir mal eben schnell. Genau, da war doch noch hier der Borkus, der... Auch noch eine Quest, die wir da abgeben können, meine ich. Die Eisendocks. Orkus, ich komme. Nee, also damals habe ich die Gebiete hier überhaupt nicht leiden können. Ich war auch am Anfang sehr, sehr knatschig über die Garnison und sowas alles. Dieses, ne, ich meine, man war halt auch gewohnt, ne, schnell, schnell. Und ich bin Spieler der ersten Stunde, also ich kenne, ne, für mich war damals, ne, heute nennen wir es Classic, für mich war es damals Realität. Das ist erstmal schön. Brücken, Tempo, Vielseitigkeit, Meisterschaft. Eigentlich egal.
6 und... Mir fast sicher. Die 637 hier noch erreichen werden. Dafür müsste der Sumpf eigentlich ausreichen. Da waren ein paar Quests hintereinander auch wieder, die waren, ja, ich würde mal sagen, relativ schnell abgefrühstückt. Mit dem Hexenmeister werden die jetzt auch relativ einfach sein. Allerdings war es dann das für das Gebiet hier auch erstmal wieder. Ich meine, man gibt natürlich, man könnte ganz normal und regulär weiter questen, aber das war eben halt immer so die Quests, die man eben halt so machen sollte. Bringt ihr Neuigkeiten? Nur nicht unter. Ich bin mir inzwischen allerdings sicher, bis Level 40 wird es nicht reichen. Also wir werden höchstwahrscheinlich für 2-3 Level nochmal zurückgehen müssen. Zurück meine ich Boralos. Oder wie heißt das hier? Druswa oder wie auch immer. Nicht genug auf Tankrit geachtet. Pana. Ich benötige immer Tankrit. Ich glaube, der Hexenmeister. Der Horde, der. Ich glaube, da heißt er so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und wir hier mal. Grüße. Wir werden bestehen. Auch dies wird vorübergehen. Ora Teramus. Mano Icta. Sollte ich ein bisschen besser aufpassen? Ich habe kein Ziel.
los. Saug. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich will da nicht um eine Blaubeere gehen. Ich habe kein Ziel. Um mich irgendwie frei zu spielen, ja. Kommt und sprecht mit mir. Auch dies wird vorübergehen. Mano ikda. Nur nicht unterkriegen lassen. Setzen wir uns mal hin und hoffen, dass wir dann aus dem Kampf kommen. Hahaha. Gut. Das ist immer so, ne? Was wollt ihr von mir? So ein Lauf. Bringt ihr Neuigkeiten? Wir werden bestehen. Und wie?
Kommt und sprecht mit mir. Nur nicht unterkriegen lassen. So, da sind wir dann hier in dem Sumpf eigentlich auch schon wieder fertig. Ich glaube, jetzt mit dem Abgeben der Quests könnten wir die 37 erreichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mit dem Fortschritt allgemein zufrieden. Bin jetzt gerade so ein bisschen überlegen, weil die Zeit wäre jetzt eigentlich richtig goldig und passen dann, wenn wir hier fertig sind oder sagen, okay, ne, Abschluss, ne, fertig. Ora Teramus, auch dies wird vorübergehen. Teramus, war wohl nix. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Die, die guten Mutes sind, werden stets triumphieren. Nee, einfach mal draufdrücken, einfach damit erledigt ist. Was ich sagen will ist, man könnte jetzt sagen, okay, wir machen hier jetzt Feierabend, weil wir haben jetzt hier das Stück erstmal so durchgequestet. Natürlich gibt es hier noch viele mehr Sachen, die man machen könnte. Und weitere Quests oder auch die Bereichsquests und so weiter. Da könnte man vielleicht noch ein Level rausziehen. Tendier aber, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht hören wollt, trotzdem dazu zu sagen, okay, nee, das war jetzt hier erstmal Gorgrond. So weit, so gut. Von hier aus müsste man nachher auch dann wieder zurückreiten. Aber ich glaube, hier könnten wir mal eben schnell. Hier waren noch so ein paar Szenarien. Ohne dass ich die Szenarien jetzt eigentlich durchziehen will. Ne? Ich will nur das Hauptlevel jetzt schaffen, ne? Auf 37. Problem bei Szenarien ist, gibt es ja immer im Nachhinein erst. Zeigt, dass wir uns wehren. Ach, da ist es ja. Mein Artefakt. Wie konnte ich nur Brack etwas derart Wertvolles anvertrauen? Bedauerlich, dass ihr zu spät seid, mich aufzuhalten. Händigt das Artefakt aus und ihr kommt mit dem Leben davon. Wir werden uns euch niemals ergeben! Champion, jetzt benutzt das Artefakt! Oh, okay, ich benutze das Artefakt. So sei es! Eiserne Horde, vorwärts! Zum Sieg! Benötige ein Ziel. Grundlinge, Angriff! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Creep.
mein Ziel. Eiserne Sterne, los! Ich benötige ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Immer schwer. Ihr widersteht niemals der Macht von Gok! Ich benötige ein Ziel. Sterbe ich, bevor ich euch überlasse, was mein ist. Ihr werdet diesen Krieg nicht gewinnen! Das Artefakt! Was hat er getan? Wir müssen es reparieren! Schafft es in Sicherheit! Seht nur, was wir... Mit Vergnügen! Seid tapfer! Das Licht ist mit euch! Ich werde euch nicht scheitern lassen. Eiserne Sterne, los! Ich muss näher heran. Ich benötige ein Ziel. Die Verteidigung ist durchbrochen. Wir haben zwar diese Schlacht gewonnen, aber ohne das Artefakt wird es deutlich schwerer. Zurück zu eurer Garnison, Kommandant. Wir müssen den nächsten Angriff planen. Hier nix, kein Portal, kein Flugvieh, oder? Nee, die stehen einfach so da. Hier kann man noch nicht mal losfliegen. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Den brauche ich mal. Zonending. Ja. Und fliegen wir wieder. Ja, okay, das haben wir jetzt auch noch mitgenommen, obwohl es total unnütz war irgendwie, ne, weil dafür haben wir nicht einen einzigen Punkt gekriegt. Ich würde jetzt schon gerne noch Level verlahmen. Ja. Läuft bei der Eisernen Horde.
Warum habe ich eigentlich nicht den Flugmeister genommen? Mein ja nur. Der Boom mit dieser Quest, das soll es gewesen sein. Ja, und ich habe mich auch entschieden. Wir sind dann hier tatsächlich durch. Wir lassen es dann gut sein. Das passt von der Zeit her, passt das einfach. Ich könnte dann auch noch 2 Stunden weitermachen und wir könnten auch ohne weiteres in den nächsten 2 Stunden dann auch die Stufe 40 erreichen. Ja, aber ne, dann mache ich lieber in einem gesonderten Part. Stufe 40 ist ja auch nur ein Weg, ne, auf dem Weg zum Ziel, oder ein Ziel auf dem Weg zum... Ja, ihr wisst, was ich meine. Lasst uns reden. Machen wir erstmal hier Bauhinweise für einen Außenposten. Das Antlitz des Krieges. Bauhinweise für ein Außenpostengebäude. Confused, aber okay, vielleicht da. Zurück in unserer Bastion. Könnten wir uns jetzt auch hinbeamen? Möge das Licht euch segnen. Melanora Akka. Jetzt mal genau beobachtet, wie es anfängt hier zu ruckeln und also meiner Meinung nach vollkommen ohne Grund bis hin zum Ladescreen. Ja, unfassbar, Leute, unfassbar. Aber egal, solange wir zurückkommen in unsere Garnison, ich wollte den Ruhestein irgendwie nicht verwenden. Keine Ahnung warum. Zurück in den Garnison. Er möchte uns gerne zu den Spitzen von Ark fliegen. Soweit so gut. Orko, bist du hier? Meine Männer stehen bereit. Ich werde ein paar Gefallen einlösen.
Lass uns mal die Quest einlösen. Ist doch nicht viel, ne? Ey, Leute. Grüße. Das Licht segne euch. Ja, als wenn mich das Spiel verspotten würde. Was kann ich für euch tun? Normalerweise würde man das jetzt schon erstmal nicht mehr machen. Ne? Spitzen von Arak später kommen. Da werden wir vielleicht auch ein bisschen rumklatschen. Talador. Ja, eigentlich will ich da gar nicht hin. Für die Allianz. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt wie folgt. Ne? Ich porte mich jetzt hier zurück. Die Hafenstube. Ne, da fliege ich lieber da irgendwo hin und klopp irgendwo ein Schwein oder so, ne, für meinen Levelfortschritt hier. Mann. Manchmal sind das wirklich so die letzten paar Minuten, ne? Bewegung. Ja, und wie gesagt, an der Stelle, ich werfe es nochmal in den Raum. Ne? Also solltet ihr die vermissten zwei Level suchen, ne? Also ich lasse das Ganze auf Twitch, also das Video lasse ich auf Twitch, das wird jetzt dann noch 60 Tage, beziehungsweise sind ja schon ein paar Tage rum, ne? Sagen wir mal, ich glaube jetzt 55, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange das überhaupt bleibt. Oder ob es nur 30 Tage waren. Man müsste auf jeden Fall mal gucken. Also ich lasse es da einfach auslaufen. Ich werde es nicht runterladen und auf YouTube auch wieder hochladen. Ne? Die zwei Level, die sind halt mal weg. Ne? An dem Video war jetzt mal überhaupt nichts Gutes. Ne? Auch mal nicht gucken. Ne? Eine verlorene halbe Stunde, wenn man so viel... Okay, die hat zwei Level gebracht. Ja, aber ne, aber zu welchem Preis? So, Hafenstube. Ich mache mir jetzt ganz, ganz, ganz leicht. Oder auch nicht. Oder auch doch. So, Grakis kenne ich nicht. Ja, das war es dann auch schon wieder gewesen. Ne? Wir haben jetzt Level 37 erreicht. Ne? Zwinker, zwinker. Schmunzel, schmunzel. Jetzt tatsächlich einmal ganz kurz im Briefkasten gucken, was da ist. Sucht mich am Sturmschild auf, falls ihr versteckte Schätze in den entlegenen Winkeln der Welt aufspüren wollt. Ich bin im Besitz von Karten. Uralten Karten, die euch leiten können. Ja, jedoch nicht mehr heute. Ne? Wir können noch einmal hier verkaufen, ne? Hier tun. So, und dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich dann tatsächlich Feierabend, ne? Hier erstmal wieder mit dem Hexenmeister. Ja. So, das heißt beim nächsten Mal, jetzt sind wir hier schon eigentlich wieder richtig zurück, werde ich mal gucken, beziehungsweise das könnten wir sofort machen. Oder habe ich das sogar schon gemacht beim letzten Mal? All unseren Freunden viel Glück. Müsste ich natürlich noch sagen, worum es geht. Ne? Hier unten die Karte anklicken und Drustvar auswählen als Levelgebiet. Beziehungsweise freischalten. Ja, da sehe ich es auch schon. Ne? Nehmt die Fähre nach Drustvar. Ja, das ist wohl dann das nächste, was wir machen würden. Und hier sehe ich es jetzt auch schon. Und auch das werde ich jetzt mal ganz kurz schon annehmen. Ne? Unsere PvP.
PvP-Kampagne, ne? Beziehungsweise unsere, ja, ich nenne es mal Kriegskampagne halt, ne? Ist Lazar Brot ruhig mal im Hintergrund ein, trau dich. Beim Licht, der erste Schwan. Einer der größten Helden der Allianz spielt ja eine tragende Rolle in unseren Bemühungen, diesen Krieg zu gewinnen. Mein Gott, Leute, wir dürfen nicht zulassen, dass die Horde mit den Sandalari eine Front bildet. Zu eurer Unterstützung habe ich eine Gruppe der besten Krieger aus ganz Azeroth abbestellt. Die 7. Legion, angeführt von Hochkommandant Halford Hirnwald. Wir sind die Söhne und es ist eine Ehre, an eurer Seite zu stehen, Champion. Auf ein Wiedersehen. Mhm. Ne, alles nur mal eben schnell so auf die Schnelle. Ich glaube, das wird für uns nochmal interessant werden. Schlachtplan erfolgreich angehört. So, da oben mit der Kapitänin müssten wir jetzt quatschen. Naja, aber das machen wir später. Naja, das machen wir später. Das wollten wir uns nur schon mal abgeholt haben. Ja, und an der Stelle können wir dann tatsächlich jetzt sagen, ne? Das war's, ne, für heute, Leute. Ne, ich gehe jetzt noch zurück hier oben in die Kneipe. Ist jetzt tatsächlich ja passende Worte nicht eingefallen. Obwohl wir auch hier ja jetzt Doppel-EP generieren, trotzdem gehe ich mal hier rein. So, ja, ich habe vielleicht ein bisschen rumgetrödelt, ne? Also das Ganze hätte auch noch schneller gehen können. Wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden, das finde ich in Ordnung für so ein Video. Ne, auch falls ich mir das später irgendwie nochmal angucken sollte, was ich ja durchaus gerne mal tue. Und dafür ist es ja ursprünglich eigentlich auch gedacht. So, zack, ja. Warum auch immer mein Lehrwandler immer in die falsche Richtung guckt, man weiß es nicht. So, aber wir haben trotzdem viel erreicht. Ich bin froh mit dem, was wir erreicht haben. Beim nächsten Mal, so möchte ich mich aus dem Fenster lehnen, werden wir Stufe 40 wahrscheinlich problemlos erreichen. Dann auch mal die eine oder andere Instanz anmelden. Und gucken, was passiert. Also der Fortschritt, also die, ich sag mal so, die schlimmsten Level, die kommen jetzt. Ne? Weil jetzt fängt es an, sich so ein bisschen hinzuziehen und man will eigentlich, ne, man will die Gebiete hier schon gar nicht mehr spielen irgendwie. Aber trotzdem, ne? Ich denke, wir werden hier auch schnell und gut durchkommen. Ne? Also keine Panik. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Abstecher zurück zu den Spitzen von Arak. Aber ansonsten war es das. Und eigentlich müsste ich jetzt auch wieder sagen, instanzmäßig, ne, erstmal raus. Also eigentlich müsste ich die Questline hier bei Chromi jetzt gerade wieder abbrechen. Damit man beim nächsten Mal dann auch wieder Instanzen anmelden kann. Gucken wir mal. Aber das kann man beim nächsten Mal auch zusammen machen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video, ne, und mit meinen Fortschritten oder mit den Fortschritten. Ich stehe gerade vollkommen auf den Hexenmeister. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ne, ist einfach irgendwie geil. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Hinterlasst mir, wenn ihr Spaß hattet, doch einfach mal einen Daumen nach oben, ne, für dieses Video. Und ja, folgt oder abonniert meinen Kanal, je nachdem, wo ihr gerade guckt. Und ja, viel wichtiger ist, ne, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, der Chris spielt wieder. Und zwar, ne, egal was. Ne, ich muss mal gucken. Ich glaube, jetzt kommen erstmal noch ein paar andere Videos. Ne, aber ich werde auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Mit dem Hexenmeister. Wie gesagt, ich will den schnell hochspielen und versuche mir, wenn es dann die Möglichkeit besteht, da meine Zeit jetzt erstmal reinzustecken. Also Leute, ich mache es jetzt ganz kurz und schmerzlos, wie immer. Ihr kennt das, ne? Zwinker, zwinker. Ich bin der Chris von I Am Korgen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich sag mal, bis dann. Also, bis dann.